America Overnight. Die Wahrheit im Radio seit 29 Jahren und immer noch aktuell. Danke, dass Sie bei uns sind. Wir haben hier im Programm einen interessanten Brief erhalten. Wenn Sie es mir erlauben, würde ich ihn gerne lesen. Liebes America Overnight. Ich kann fühlen, wie ich gigantisch werde. Es ist konstant. Ein Wachstum in alle Richtungen, in jede Zelle. Nur, wenn ich mich messe, sagt es, dass ich die gleiche Größe habe, dass ich dasselbe wiege. Ich habe gelesen, dass sich das Universum erweitert. Wenn das der Fall ist, dann bin ich mit 1,60 Meter heute größer als mit 1,60 Meter gestern. Ich fühle es die ganze Zeit, diese Erweiterung. Das habe ich immer getan, ich weiß nicht warum. Manchmal kann ich es einfach nur ignorieren. Die Leute schreiben über das Universum, das sich ausdehnt, als ob es langsam geschieht. Aber das tut es nicht. Wir waren gestern so groß wie Mäuse. Jetzt haben Mäuse unsere Größe. Und wir sind so groß wie die Mäuse in 2 Tagen. Wie lange kann das noch so weitergehen? Es muss ein Ende geben, oder? Eine Grenze? Einen Rand? Was passiert, wenn wir ihn erreichen? Spürt das sonst noch jemand? Kann man etwas tun? Unterschrieben von Kate aus Michigan. Nun, wie sieht es aus, Amerika? Spürt ihr, wie sich das Universum erweitert? Wisst ihr, wie man es aufhält? Sollen wir es überhaupt versuchen? America Overnight ist gleich zurück. Diese Woche müssen alle Dokumente, die plötzlich rosa, hellrot oder in einem Farbton dazwischen erscheinen.
dann Tor das ist dann Tor. Das ist dann Tor. Das kann man auch nicht kriegen. Das ist dann Tor. Systeme laufen wieder. Hab doch gesagt, ich schaff das. Wir haben Ihre Fähigkeiten niemals ausdrücklich in Zweifel gezogen, Sir. Seid ihr Roboter? Ich meine es ernst. Haben wir jetzt Roboter hier? Wir sind vollkommen menschlich, Sir. Hallo, Ma'am. Ich habe von Ihrer kleinen Rauferei in der Nostalgieabteilung gehört. Nach dem Hausputz kehrt wieder Ruhe ein, stimmt's? Oder wenigstens, was wir als Ruhe bezeichnen. Können Sie mir einen Lagebericht des Sektors geben? Puh, okay. Wir müssen erst noch eine richtige Inventur der Zellen durchführen. Wer weiß, wie viele gewandelte Objekte abgehauen sind. Personal. Wir haben definitiv einige Leute verloren. Wir könnten einen Stand auf einer Jobmesse gebrauchen, würde ich sagen, nicht wahr? Kann man das FBC nicht auf einer Jobmesse vorstellen? Die Zischer zerlegen hier alles schneller, als wir es reparieren können. Aber der Isolationssektor ist stabil. Einigermaßen. Einigermaßen stabil ist besser als die Alternative. Was halten Sie davon, dass ich jetzt Direktorin bin? Ich meine, das ging ja alles sehr schnell. Oh, bisher keine Beschwerden. Trench war ein Geheimniskrämer. Viele Besprechungen hinter verschlossenen Türen. Sie scheinen zugänglicher zu sein. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Ma'am, bleiben Sie sich selbst treu. Ich bin schon sehr lange hier und ich weiß nicht, ob es der Job oder das Gebäude ist, aber die Leute verändern sich und nicht unbedingt zum Guten. Ich versuche, einen kühlen Kopf zu bewahren. Werden Sie bleiben, wenn sich alles beruhigt hat, Langston? Sie meinen, ob ich kündige? Oh nein, Ma'am. Ich lasse doch keinen mittelmäßigen Agenten mein Panoptikon verwüsten. Außerdem sammeln sich bei dieser Quarantäne ordentlich Überstunden an. Schauen Sie, dass Sie die Zischer schnellstmöglich loswerden. Meine Katze kriegt schon Trennungsängste. Ich werde tun, was ich kann. Er hat wohl einen Katzensitter gefunden. Bis später, Langston. Ich bin hier, wie immer.
ganze paranatürliche Kraft an einem Ort ist ein Risiko. Man fragt sich, welche anderen Gefahren hier noch weggesperrt sind.
wusste mal, wo Fiktion endet und Realität beginnt. Hier ist das alles gleich. Eine grausame Falle. Jeder Gedanke wurde real. Furcht, Verlangen. Wie kann ich sicher sein, dass ich wirklich entkomme und nicht nur in meiner Fantasie verloren bin? Das allein kann einen wahnsinnig machen. Thank you.
es anders gelaufen, wenn nicht Trench und Darling die Fäden gezogen hätten. Meine Behörde wird anders. Besser. Vielleicht wird Dylan aufwachen und es sehen. Das wird heute nicht lange dauern. Wie gesagt, möchte ich mit Ihnen über Jessie sprechen, Ihre Schwester. Was ist mit ihr? Ich möchte Ihre Sichtweise hören. Was denken Sie von mir? Ich habe sie verkratzt. Thank you.
Kaum kommt eine neue Direktorin, drehen meine Objekte durch. Wenigstens einige von euch können sich benehmen. Ganz brav. August 1964. Wir fanden das älteste Haus beim Erforschen eines vermutlich gewandelten Weltereignisses in einigen New Yorker U-Bahn-Tunneln. Die Agenten fanden den Weg hinein ins Gebäude. Lass uns in deinen Verordnungen. Du bist ein großer Kornis. Das habe ich gesagt. Das ist doch mal nicht verzerrt.
So viel läuft in diesem Fall zusammen. Ein neues Objekt am... Wir haben immer dort gespielt. Dylan und ich.
bist du ja. Sollte sich nach einem Leiter der Kommunikation umsehen. Thank you.
Sie hören America. Lege alles offen. Thank you.
Letztes Mal haben Sie ein Gedicht erwähnt. Von Thomas Zane? Ja. Wie viele Fälle wie Ordinary gibt es? Wie viele AWE-Forschungsbereiche warten in vergessenen Sektoren? Ich muss sie untersuchen, sobald die Zische erledigt sind. Jährliche Evaluierung von Dylan Faden, ehemals P6, durchgeführt von Dr. Calabron. Die hier gestellten Fragen entsprechen der fünften Ausgabe von... Da ist eine kuriose Korrelation mit immer noch... Beginnen wir. Beschreiben Sie in einem Wort die Welt. Sie hören Amerika Overnight. Und wir feiern 29 Jahre Danke, dass Sie bei uns waren.
Akten zu parasitischen Wesen, die ich wollte? Ich habe einige Akten in Dr. Darlings Büro gefunden. Der Rest muss im Archiv sein. Aber ich gehe nicht durch das Panoptikon. Nicht mit den ganzen rumstürmenden, gewandten Objekten. Dann sehen Sie, ob Ranger-Trupps verfügbar sind, um die Akten zu besorgen. Ich habe mich um das Ding gekümmert. Entschuldigung. Er war ja dein Kollege. Schon okay. Das war nicht Tomasi. Der starb, als das Zischen ihn erwischte. Du hast recht. Ich wollte nur nicht unsensibel klingen. Sensibilität ist in solchen Situationen eine Schwäche, Jesse. Das weiß jeder hier. Emily wird wohl keiner je rührselig nennen. Die Behörde ruft. Bis später. Jawohl, Ma'am. Direktorin Faden. Wenn der Tier... Wir müssen methodisch vorgehen. Raum für Raum. Mann, dass ich mal in der Geschäftsleitung arbeite. Na, was sagst du jetzt, Mami? Bis später. Sie wissen ja, wo ich bin. Sie hören America Overnight. Wir lüften seit 29 Jahren den Schleier zwischen Fiktion und Realität.
Danke, dass Sie bei uns sind. Ich habe viele Anrufe wegen dieses Meteors in Sterling, Colorado erhalten. Es gibt Berichte über einen großen, kugelförmigen Behälter, der auf einem Feld außerhalb der Stadt abgestürzt ist. Einige Regierungsleute haben ihn angeblich mitgenommen. Zufällig senden wir aus Colorado. Sterling ist nicht weit. Ich fuhr selbst hin, um es mit Mitgliedern des American Overnight Teams zu überprüfen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, es dauerte nicht lange, bis wir Metallteile fanden, die auf einem Feld verstreut waren. Dies ist ein weiteres Beispiel für ein UFO, das in unseren Luftraum eintritt und abstürzt. Dass die Regierung die Beweise im Schutz der Dunkelheit mitgenommen hat, verschlimmert nur die Tatsache, dass es sich hierbei sicher um Besucher von jenseits unseres Planeten handelt oder sogar des Sonnensystems. Gehen Sie auf unsere Website, um Bilder der von uns entdeckten Raumschiffe zu sehen. Und schenken Sie währenddessen unseren Sponsoren Ihr Ohr. America Overnight ist gleich zurück. Stepping to the FBC, there's lots to do, there's lots to be, but you don't dash, and don't stream much, let's join the Thresher Kids, let's join the Thresher Kids. Schauen wir, Esel im All! Das ist gefährlich! Aber Sternenkapitän Ea! Du! Kann ich ihn mit einem Stock pieksen? Okay. Behördenregel 74. Sei immer misstrauisch bei Dingen, die eben noch nicht da waren. Was? Sieht ganz sicher aus.